Wenn wir jetzt schon bei Dota bemerkt haben, haben wir auch ganz viel künstlerische Unterstützung in unserer Bewegung. Und jetzt haben wir Michael Feindler da, einer der Initiatoren von Artists for Future. Begrüßt ihn mit uns einmal auf der Bühne. Krass. Ich muss ehrlich sagen, also meine Hoffnung, dass wir die Klimakrise, dass wir sie besiegen, war nie größer als in diesem Moment. Danke! Und für uns als Künstlerinnen und Künstler ist es nicht nur eine Ehre, Teil dieses Klimastreiks zu sein, sondern wir empfinden es als unsere Pflicht. Und wer nach dem heutigen Tag immer noch glaubt, wir könnten in der Klimapolitik so weitermachen wie bisher, der muss schon ein ziemlich gutes Versteck haben, um nicht zu merken, was heute auf den Straßen abgeht. Und für die Menschen, die uns weiter ignorieren wollen, für die haben wir eine Botschaft, nämlich das hier ist heute nicht das Ende, es ist nicht vorbei. Wir werden alles daran setzen, dass die Proteste weiterhin an Lautstärke, an Reichweite und an Schlagkraft gewinnen werden. Und zwar auch mit künstlerischen Mitteln. Es ist zwar unabdingbar, dass diese Bewegung von einem breiten wissenschaftlichen Konsens getragen wird. Und es ist genauso extrem wichtig, dass wir immer wieder Scheinargumente inhaltlich widerlegen. Und zwar immer und immer wieder in jeder Sachdebatte, die wir führen. Aber wir haben alle schon erlebt, dass Sachdebatten an Grenzen stoßen können. Und zwar dann, wenn die Argumente an unserem Gegenüber einfach abprallen. Und das passiert. Und ginge es nur um eine Debatte, nur um eine Debatte um ihrer selbst willen, dann wäre dieses Abprallen zu verkraften. Dann könnten wir uns nämlich damit trösten, dass wir einfach Recht haben. Aber hier und heute geht es nicht ums Recht haben, sondern darum, dass wir für eine lebenswerte Zukunft auf dem einzigen Planeten, den wir haben, kämpfen. Und dort, wo wir mit Sachargumenten nicht weiterkommen, wo wir nicht weiterkommen, weil wir die Köpfe der Menschen nicht erreichen, weil wir erst ihre Herzen gewinnen müssen, an der Stelle brauchen wir die Kunst und die künstlerischen Mittel. Wir brauchen starke Bilder, wir brauchen gut erzählte Geschichten. Keine statistische Zahl zu den Regenwaldrodungen wird jemals so berühren können, wie das Foto des erblindeten Ameisenbären, der sich mit letzter Kraft aufbäumt, um das niedergebrannte Gebiet gegen Eindringlinge zu verteidigen. Und keine Auflistung kommender Naturkatastrophen hat auch nur annähernd die emotionale Wucht der persönlichen Geschichte, die uns ein Klimaflüchtling erzählen kann. Und in der Kunst, das ist das Tolle, in der Kunst finden wir etwas, das wir heute dringender denn je brauchen. Einen unbedingten Gestaltungswillen. Wir alle wissen, es mangelt nicht an wissenschaftlichen Grundlagen, um die Klimakatastrophe aufzuhalten. Es mangelt ausschließlich an der politischen Entschlossenheit. Und gegen den fehlenden politischen Willen helfen keine Fantastereien, aber es hilft, Fantasie zu haben. Und diese Fantasie haben wir. Denn im Gegensatz zu denjenigen, die immer noch am Status quo festhalten, können wir uns eine bessere Welt vorstellen. Eine Welt, in der wir ökologisch nachhaltig wirtschaften. Eine Welt, in der wir uns als Menschen nicht länger als Bezwinger der Natur sehen, sondern als Teil von ihr. Eine Welt, in der wir die Freiheit von Menschen über die Freiheit von Märkten stellen. Und unser Kampf für Klimagerechtigkeit, das ist wichtig, ist auch immer ein Kampf für die Menschenwürde und eine starke Demokratie. Künstlerische Fantasie ist radikal. Künstlerische Fantasie will nicht wissen, ob ein Ziel erreicht werden kann. Künstlerische Fantasie will nur wissen, wie ein Ziel erreicht werden kann. Und lasst uns mit diesem Anspruch gemeinsam die Politik der Zukunft gestalten. Und zwar
Und zwar nicht bloß, um die Welt zu retten, sondern um sie zu einem noch lebenswerteren Ort, zu einer noch lebenswerteren Welt zu machen. Und heute am 20. September 2019 kann ich hoffnungsvoll sagen, ich freue mich drauf. Danke.